Willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor oder auch Star Wars Jedi Bard. Ja, der Bard ist ja tatsächlich irgendwie so eine Sache, es gefällt halt nicht jedem. Warum wird ihn jetzt mal tatsächlich mal weg, so nach ein paar Folgen, ja? Ihr habt mich übergeredet, ist okay, so. Ja, glatter geht's jetzt nicht, müsst jetzt mit leben. So, Frisur, haben wir nur zwei, ja, komm, nehmen wir das. So, jetzt wird aber nicht mehr rumgeheult hier. So, wir wollen da hinten irgendwo lang. Ob das klappt? Ich weiß ja nicht. Wir gucken mal. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir dürfen nicht mehr weit weg sein. Ach, wir können jetzt hier fliegen. Ich sehe aber nichts, was wie eine Siedlung aussieht. Weil das war ja vorher nicht möglich. So kommen wir da durch. Los geht's. Na dann, auf. Das wird schon. Yeah. Kannst du auch tiefer fliegen? Okay. Nein, kannst du nicht. Probieren wir nochmal, ne? Ich glaube, ich schaff's. Okay, ich hab's geschafft. So. So weit, so furchtbar, würde ich sagen. Die Lavaspalte. Hier keine Lava. Gut. Oh, hallo. Großer Vogel, großer Vogel. Lass uns diesmal Abstand halten. Ja, so ein bisschen. Vielleicht nicht das Verkehrteste, ne? So. Nicht, dass er uns hier mit seinem Orly-Fußtritt halt sonst wohin tritt. Das sieht schon eher nach Lava aus. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Oh Gott. Hier liegt alles in Trümmern. Hier liegt alles unter Lava. Wow. Wow. Und so, komm, ich habe ein Tribute-Gewehr. In die Luft gestochen. Oh, Alter. Piu-piu. Oh, shit. Komm, ich geh da ran. Geht doch. Das war toll! Ich bin Cage Vander. Dieser Schlammwühler hat am Außenposten deine Spur aufgenommen. Kerl, du hast uns wohl beobachtet. Das haben wir doch alle, Kerl. Nicht jeder Neuankömmling stellt sich vor, indem er einen von Ravis bösen Jungs den Gar ausmacht. Ganz nebenbei. Echt stark. Ich liebe große Auftritte. Danke. Und was willst du? Na, was ich will, Kerl, ist dich zu belohnen für jeden von denen, den du erledigt hast. Bist nicht der Einzige, der nach Kobo gekommen ist, um Frieden und Ruhe zu finden. Nimm dir den Kopfgeldjägern ab. Und ich gebe dir dafür etwas... Hübsches. Er gehörte also zu Axiombrot. Es werden noch mehr unterwegs sein. Du hast es erfasst. Kannst dich echt glücklich schätzen, dass meine Augen und Ohren überall sind. Komm zum Saloon. Dann helfe ich dir, den Jägern zuvorzukommen. Na gut. Ich überleg's mir.
Alle haben ein Jetpack, nur ich nicht. Ja, aber echt. Das denke ich mir auch schon. Cage oder Cage, Kopfgeldjäger freigeschaltet. Okay. Legendäre Kopfgeldjäger, bringe alle einfachen Ziele zur Strecke und erweise dich als würdig, gegen die Besten der Besten anzutreten. Kein schlechter Fund. Komm schon, Kumpel. Wir müssen immer noch Dagens Zuflucht finden. Kann mit dir noch reden? Dir war also nicht danach, mir da gerade zu helfen? Ohne Bezahlung? Ich glaube nicht. Na gut, wenigstens sehr ehrlich. Hier kann ich wieder irgendwie hochspringen, ja? Nee, hochspringen, nicht runter. Oh, hier gibt's eine Kugelvorrichtung. Spüre den Planeten und alles, was mit ihm verbunden ist, und dann greife nach ihm. Ich denke, ich... Da! Ich hab's gespürt! Genau so. Sehr gut, Padawan. Okay. Geh weg. Komm du auf. Weg. Mit dir spiele ich. Weil ich's kann. Aua. Also geht doch. Und wieder so ein komisches grünes Kraftfeld. Ist bestimmt später noch eine Fähigkeit, mit der man das dann beseitigen kann. Wenn man das denn möchte. Da hätte ich doch auch hinspringen können, das locker. Muss die Stelle sein, von der Cordova gesprochen hat. Machen wir eine Pause. Naja, eigentlich wollte ich mich nur kurz hinsetzen, um das Ding. Vorwärts, BD. Zu aktivieren. So viel richtig? Ich hoffe doch. Wir sind nicht die Einzigen, die hier etwas suchen. Denkst du, es ist Dagon? Ich denke, es sind Sturmtruppen. Was ist das? Ah, für später einen Laser machen, ja? Okay. So ein Teil. Das Ding ist zum Zurückfliegen, oder? Ah, sieht so danach aus, dass man damit dann zurück kann. Aber das möchte ich jetzt aktuell gerade nicht so. Runter. Geben Sie sich mehr Mühe. Reicht doch. Mehr Mühe ist aber nicht. Ist das Centauri Kree? Gut gemacht. Oh, was haben wir da? Priorit in dem schwarzen Zeug drin, ja? Okay, weiter kann ich das Ding aber nicht drehen. Aber generell müsste ich auch erstmal hier die Glasscheibe beseitigen, ne? Lasst euch von eurer Verbindung zur Macht zu unserem gemeinsamen Ziel führen, Tanelor. Centauri Kree hat Jedi auf die Reise durch den Abyss vorbereitet. Hier werdet ihr lernen, Kobo-Materie zu beherrschen, um euch so auf den Weg durch den Abyss vorzubereiten. Aber im Erfolg werdet ihr auch eine noch stärkere Verbindung zur Macht finden. Und wie kriege ich jetzt die Kugel dadurch? Warte, ist... Ach, stand vor einfach das Ding im Weg. Deswegen ich das Ding nicht weiter bewegen konnte. Da der Würfel im Weg stand. Tatsächlich. Ah,
Okay. Nein. Nein. Na toll. Eingesperrt. Jetzt soll das Ding mal herkommen, weißt du, und es will nicht. Das weiß ich aber immer noch nicht, wie ich das jetzt hier so... ...hinkriege. Weil ich da das Priorit rauskriege. Oder ist ja die Glasscheibe hier im Weg. Ich meine, hier müssen wir das bringen, damit wir das, die Kugel generell hier rausbringen, damit wir das da vorne einsetzen können. Aber... Was dann halt auch schon. Mit dem Ding hat es ja, glaube ich, auch nichts groß auf sich. Dass das irgendwie das Licht toll brechen würde. Ich krieg das Ding ja jetzt auch nicht mehr hoch. Oder? Nee, hätte mich auch gewundert. Hm. Na gut, dann gehen wir halt jetzt weiter, ohne das Priorit rauszukriegen. Ich bin da ja nicht so. Dann ist es halt so. So, einmal dahin. Dann gucken, was genau wir damit befreien können. Da hinten irgendwas. Denkst du, mit dem Aufwind kommen wir rüber? Nee. Hier noch irgendwas zum Freimachen? Nee, da weiter in die Höhle rein ist auch nicht. Hinten ist hier das Maximale, wo wir da rumkommen. Hm. Ob das wirklich nur für das eine Ding ist? Wir werden es herausfinden. Nee. Nee. Das war schlecht. Okay, ich bin irgendwo. Das mit X erfahr wohl nix. Scheiße. Das war auch bei mir nix. Okay. Wo schießt du denn hin? Ach, das sind auch zwei. Da brauche ich halt zwei Schwerter. Eindeutig. Oder zwei Bärte. Nein, Mammut, bitte nicht. Willkommen, Jedi. In jeder Welt, die die Republik erreicht, warten neue Gelegenheiten, um zu teilen und zu lernen. Und wir können noch vieles von diesem Planeten lernen. Was habt ihr rausgefunden, Centauri? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich frage mich, welche Geheimnisse dieser Ort verbirgt. Ich frage mich generell so vieles. Kobo-Materie. Überwuchert.
Natürlich. Irgendwas für BD. Okay. Okay. Probieren wir es aus. Kobold zerkleinerer. BD kann jetzt Kobo-Materie auf Oberflächen sprühen. Sprühe Kobo-Materie auf Strahlen aus den Kobo-Resonatoren, um Hindernisse zu verbrennen. Ich muss die Energie mit der Materie verbinden. Vielleicht können wir dein Mahlwerk benutzen. Wir glauben, dass die Kobo-Materie aus den Tiefen des Abyss stammt. Diese seltsame Substanz ist mysteriös. Aber wir können sie durchaus studieren und manipulieren. Wie auch bei allem anderen. Sobald wir es verstehen, können wir es benutzen und kontrollieren. Okay. So, kann ich das natürlich auch machen, ne? Ah, okay. Lass uns das See zeigen. So ist das halt an der einen Stelle gedacht. Hier habe ich so einen anderen Visor von BD. Okay. Ach ja, das war der, der uns am Anfang des Spiels schon präsentiert wurde. So, ist noch was Interessantes hier oder kann ich jetzt wieder gehen? Ich komme jetzt ja so nicht hoch, ne? Machen, ich weiß nicht. Muss man halt mal gucken. Die Attacke ist nicht so effektiv. Na gut. Aber... Achso, ich könnte... Oder auch nicht. Ach so, oh. Sag das doch. Das doch. Stein kaputt. Die Kugel muss ich jetzt bestimmt mitnehmen, oder? So in etwa. Haben wir hier irgendwo eine Halterung? Sehe ich es nicht. Ich habe gehört, wie Meisterin Cree von ihren Träumen für den Abyss erzählt hat. Es ist unschicklich, zu tratschen und zu lauschen. Ja, Meister. Verzeiht. Da kann ich nicht den Laser bewegen, ne? Oder? Können wir nochmal runtergehen gleich. Also, ja, Laser bewegen muss ich ja nicht. Nein, das wollte ich nicht. Oh, der ist mit dem Stein gesteint, ey.
Zusammen können die Republik und der Orden der Jedi die Geheimnisse dieser Galaxie und sie für das große Ganze nutzen. Die Macht weist uns den Weg. Klingt nach dem Orden, an den ich mich erinnere. Alles, was Kree hier gebaut hat, wurde durch eine Katastrophe zerstört, die sie nicht vorhersehen konnte. Manchmal scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Nicht nur manchmal. Da geht's nicht rum, oder was? Ernsthaft? Ja, aber so geht. Muss ich das jetzt unbedingt so machen? Und ich lerne, dass es so nicht geht, oder was? Lass uns die Datendisk zu See bringen. Geht nicht. Okay. Kein Problem. Machen wir trotzdem irgendwie. So. Kugel gesichert. Kugel mitgenommen. Wo muss ich lang? Da. Ist da irgendwas drin? Ja. Keine Ahnung, aber ich sehe draußen was. Bericht. Das. Ich glaube, lass das. Ich glaube, du bist wirklich fertig. Flieg. Jetzt hier Luftschrumpf von der anderen Ecke. Noch einer freigemacht. Kann ich da hinten Wir müssen hin, jetzt auf dem Aufwind zur anderen Seite gelangen können. Na, dann machen wir das mal. Was? Achso, du hast ja noch was im Scan. Dann scan mal. Jetzt. Wer Fragen stellt, findet Antworten. Oder wer Fragen stellt, kriegt eine dumme Antwort. Auch das ist möglich. Juhu! Ups, geköpft. Okay, okay! Okay! Da musst du dir schon mehr einfallen lassen. Okay. Bitte schön. Da hast du meinen großen Einfall. Diese Großkotze hier. Kann ich da irgendwie durch? Ja. Sieh an. Sieh an. Jemand, der nichts auf dem Kasten hat. Ich wette, sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. Möglich. Hier brauche ich auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Kugel. Nehmen wir diese hier. Willkommen, Jedi. Feinde des Friedens bedrohen die Grenze der Galaxis und unsere Republik. Sobald wir den Abyss durchqueren, könnte Tanalore eine Bastion gegen diese Bedrohung werden. Ein Signal der Hoffnung und Gerechtigkeit im Outer Rim. Tanalore war für sie mehr als eine Mission. Es war der Traum einer besseren Zukunft. Ah, okay, klappt nicht. Ich habe jetzt gedacht, dass ich das vielleicht als Blockade verwenden kann. Weil sonst alles, was mit dieser Kubo Materie halt beschwert ist, das ist dann auch immer so, ja, geht halt nicht, ne? Okay. Ja, geht nicht. Ach so, ja. Gut.
Ohne? Ja, es haut hin. So, machen wir jetzt hier ein bisschen Schmiere-Action. Das geht wieder nicht so, ja? Kann ich mich nicht bewegen. Warte mal, hier was einsammeln. Wie PT sich halt auch hinsetzt und mitmeditiert, ne? Eigentlich schon putzig. Wo warst du so lange? Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Mein Meister ist beharrlich. Nun, darum musst du dich nicht sorgen. Nicht hier. Okay, Schlafplatz. Sonst hier nichts, ne? Gut, schauen wir mal, wie wir jetzt das Ding da rausholen können, beziehungsweise halt die Wand hier drüben beseitigen können. Weil eigentlich... Ach, so funktioniert nicht, ja? Das ist irgendwie so... Dann nicht. Wow, ich kann die Gitterstäbe besprühen. Die Sache ist ja, dass die Sachen ja auch irgendwann verschwinden von sich aus halt, ne? Und dass das wahrscheinlich nicht so funktioniert. Weil bis dahin die anderen hier auflösen oder so. Ja doch, es funktioniert irgendwie. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil dann doch das Zeitfenster relativ klein ist. Aber es geht. So, dann kommen wir hier draußen hin, wo wieder so eine Laserkanone ist. Für Töns. Ach da. Jetzt können wir nach oben. Juhu. Dann auf hier auf. Gehen wir mal nach oben. Da, wenn noch, im Haupthof. Es gibt nur die Macht. Naja, und dich, und mich, und alle anderen, und alles um dich herum. Sehen wir uns mal drinnen um. Ihr habt nichts davon einen Wert. Was erwartet Dagen, dass ich hier finde? Jedi, ich habe mich wirklich darauf gefreut, dich zu treffen. Wow, hi. Lass ihn dann. Ja. Ich glaube nicht. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Ist überhaupt ein Lichtschwert? Bestimmt geklaut von einem anderen Jedi. Dagen bewaffnet Raider mit Lichtschwertern? Gut, dass sie die Macht nicht nutzen können. Eben. Von dem hängt hier noch was. Die ist nicht mehr lange verschlossen. Gut. Und da wir noch? Ist so ein Regal. Kein Durchkommen.
Okay. Oh, eine Werkbank. Oh, nee. Seltsames Gerät. Sieht kaputt aus. Er kommt! Zerstört ihn jetzt! Nein! Santari. Was immer dieses Gerät ist, Dagon hat andere Jedi dafür getötet. Die Saudi. Die Rede halten. So wird's gemacht. Hier kann ich die Erinnerung dann nochmal einsehen, oder was? Gut, gehen wir mal weiter. Oh, schön. Ich glaube, das gehörte Meister T'Pol. Dieses Fenster führt nach draußen. Ja, gehen wir auch gleich raus. Aber erstmal hier noch ein Echo mitnehmen. Halte sie auf! Vorsicht! Ich kann nicht! Meister Cordova sagte, dass Centauri Kree auf dem Mond von Koba ein Labor hatte. Vielleicht erfahren wir dort mehr. Möglich. Das heißt, wir sind jetzt hier soweit durch, oder was? Treffsicherheit, neuen Bonus erhalten. Okay. Wo gehen wir hin? Da hinten, ja? Okay. Wir schon? War das der Eingang? Nee. Nochmal woanders. Wochender Fels. Das Licht. Es blendet. Jetzt werdet ihr auch verstrahlt. Stabiler Fels ist stabil. So. Yeah. Das war schon fast ein bisschen knapp. Aber geschafft ist geschafft. Ich weiß nicht, ob euch hier jemand helfen kann. Ich gehe mal zu meinem Meditationspunkt und mache jetzt hier Ende Gelände für heute. Und dann schauen wir in der nächsten Folge, ob wir da einer gefräßigen Bestie helfen können oder halt den anderen helfen können gegen eine gefräßige Bestie. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.